ことなど私は私そうなんだ。夢見たよ、何も見てない、語るのも無駄な自分のこと。
Moin. Mein Wasserkocher hat den Geist aufgegeben, deswegen muss ich richtig schön oldschool jetzt auf der fucking Herdplatte Wasser erhitzen. Nicht mehr Strom kostet. Nice. Aber ja, wir haben die Skizze fertig. Das ist ein Charakter von einer anderen Künstlerin. Sie ist seit Jahren daran, den zweiten Manga fertig zu machen. Und ich habe ja auch schon, wo sie mich vor 2 Jahren das erste Mal gefragt hat, ob ich Lust hätte auf einen Gastbeitrag. Habe ich es halt so gesagt. Und so wie ich jetzt für mein Hardbook hart fokusse, macht sie es mit ihrem Manga, weil sie hat bald, gerade heute, ich weiß noch nicht, wann ich das Video droppe, hat sie ihre einzige Con, wo sie ausstellt, und da will sie es dann halt logischerweise mitnehmen, was ich auch kann. So wie ich es mit der Dokumi mache. Was jetzt erstmal die letzte sein wird, die ich vermutlich dieses Jahr habe, je nachdem, wie Max entscheidet. Da warte ich noch, ob ich gezogen wurde. Und eigentlich wollte ich mich komplett aufs Artboard fokussen, weil ich habe jetzt noch eine Woche, bevor ich arbeiten gehe und dann keine Zeit mehr habe. Da kommen ein paar schlaflose Nächte auf mich zu. Aber es sollte worth it sein. Aber ja, Leben ist anstrengend. Deswegen tue ich heute dann jetzt noch die Illo-Color und habe die zwischengeworfen. Das Gute ist ja, solange es keinen Hintergrund hat, kann ich auch noch aufbauen, die Illo noch einen Tag einplanen. Ich hätte den Tag zwar lieber gern fürs Storyschreiben gehabt, aber ich wollte trotzdem nicht zurückziehen. Sie hat zwar auch gemeint, dass es verstehen kann, weil ich ja schließlich auch mein Zeug arbeite. Aber ich meine, wenn man weiß, wie es ist, auch jahrelang dran zu arbeiten und es findet kein Ende. Ich habe vor ein paar Wochen realisiert, dass ich mein Artbook nicht erst seit 2 Monaten, nach 2 Jahren mache, sondern seit 3 Jahren. Ich habe 21 Character Sheets gemacht und dann angefangen, die Illus zu planen. Also, ja. I know the pain. Deswegen kann ich es nicht unter Herz bringen, es nicht zu tun. Also, ja. Die Jude kann Wetter beeinflussen. Ich überlege die ganze Zeit noch, wie ich hier irgendwie so ein wechselndes Wetter im Hintergrund andeuten könnte. Ja, ich würde sagen, ich schnappe mir jetzt die Liner, dann wird's farbig. Und wenn ihr Bock habt, leistet ihr mir Gesellschaft, wäre cool. Würde mich übel freuen über einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Sobald ich die Links habe, wo man den vielleicht auch noch online kaufen kann oder
welcher Con es ist und wie ihr Stand ist, damit man vielleicht dahin kommt, wenn man nach der Elo Bock drauf hat, werde ich alles in die Infobox hauen. Und ich wünsche uns allen dann kreatives Ausklamüstern. Thank you.
Also kurz nochmal zum Gastbeitrag. Die Jute Shibiyuka, ich hoffe, ich denke dran, ihr Instagram zu verlinken, ist gerade dabei, den zweiten Manga halt fertig zu machen, wie schon vorher erwähnt. Und ich habe mir auf jeden Fall ein Doppelpack oder so ein Sammeldingsbums, halt eins und zwei zusammen, habe ich ihr gesagt, darfst du für mich weglegen, weil jetzt nur noch drauf, wie viel Geld es kostet. Und dann kann ich stolz diese harte Arbeit besitzen. Ansonsten kann man das auch vor Ort in einer Wimalkai ergattern. Die ist, oh, jetzt muss ich ganz schnell Instagram eröffnen, wo ich das notiert habe. Es war nicht im letzten Post, deswegen. Die ist am 16. Juni in Flörsheim am Main. Wenn ihr in der Nähe seid, gönnt euch, Leute. Ich habe es, wie gesagt, noch nicht in der Hand, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Arbeit auf jeden Fall wert ist. Und dann könnt ihr auch die Künstlerin dahinter mal kennenlernen und ein bisschen mit ihr reden. Ich kann zumindest sagen, dass sie nett ist. Das weiß ich. Manga weiß ich jetzt noch nicht. Ich habe ja die Sneak Peeks auf Social gesehen, aber ich hatte natürlich noch nicht das Gesamtwerk in den Pfoten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es die Mühe wert war. Und es war mir eine große Ehre, dass ich noch was beisteuern durfte. Sie hat sich auch gefreut. Sie war auch sehr erstaunt, von wegen so, what the fuck? Du hast eine komplette Illu geschafft. Ja, das war nur Half-Body. Das ist ein Tag. Wenn ich mich nicht selber ablenke. Aber das ist eine andere Geschichte. Und jetzt muss ich alle meine Konzentration vor der Hanami in Koblenz auf mein Artbook konzentrieren, weil ich will endlich alles fertig haben, damit nächsten Monat in Ruhe der Druck kommen kann mit Zeitpolster und alles. Wird nur ein bisschen eng. Aber ja, ich habe, dank ihr, habe ich jetzt noch einen relativ spontanen Kontisch auf der Hanami in Koblenz bekommen. Da werde ich dann den 25. und 26. Mai ausstellen. Falls ihr da in der Nähe seid, wird mich freuen. Und wenn nicht, dann ist es halt so, ne? Ich hoffe einfach, dass ich meine Standkosten plus das Zugticket wieder reinbekomme. Wenn mehr rauskommt, wäre geil, aber mehr als diese Zahl von den beiden zusammen habe ich jetzt nicht im Kopf. Mal sehen, wie es wird. Ich war da noch nie. Ich gehe da komplett unwissend rein. Hoffentlich ist es nicht für die Katz. Ich mache mal noch ein neues Projekt fertig, was ich da mitnehmen will. Und ja, ich lasse euch mal mit dem weiteren Prozess alleine. Okay, das war weird. I'm sorry.
You know.
Oh,
Eberschlau. Ich habe eigentlich einen Endcard auch aufgenommen, aber ich habe vergessen, dass ich auch nebenbei von Spirit City den Sound aufnehme. Und der ist lauter als meine Fresse gewesen. Also müssen wir es mal nachträglich nachher durchgehen. jedenfalls, wir haben hier den fertigen Charakter. Ich dachte mir, ich bringe noch ein bisschen Sparkle rein und habe den Regenbogen dazu gehauen, weil sie ja Wetter manipulieren kann. Und so ist es einfach Fanciness as fuck, würde ich sagen. ja, ich hoffe, dieses Speedband, Timelapse, ich bin mir immer nie sicher, irgendwie zählt beides, hat Ihnen gefallen. Schalten Sie auf jeden Fall gerne das nächste Mal wieder ein. Wenn du magst, kannst. Und da hat random meinen Sound gekickt. Wenn du magst, kannst du mir sehr gerne mich glücklich machen und diesem komischen Channel folgen. Kommentare sind auch cool. Ansonsten habe ich noch ganz viele andere Seiten, wo ich gerne die Menschheit belästigen möchte mit meinen Bildern. Also, wenn sozusagen YouTube-Videos nicht so dein Main Game sind. Ich habe auch Instagram, Facebook, Threads. Und natürlich Ko-fi, wodurch man selber hergestellten Merch ergattern kann und mich mit meiner kleinen Reise unterstützen kann, wenn man möchte. Ansonsten ist es aber, die meisten Posts sind for free. Ich nutze einfach die Bilder von Instagram und gebe denen neue Texte. Tobt euch gerne unten in der Beschreibung aus, wenn ihr Bock habt. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und dann sieht man sich vielleicht nächsten Monat wieder, wenn ihr möchtet. Würde mich freuen. Aber lasst euch nicht ärgern. Ich glaube, das Jahr war für einige schon anstrengend genug. Mich mit einbegriffen, aber ich glaube nicht, dass ich die Erste und Letzte bin, die ein bisschen genervt ist von ein paar Sachen.